Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht's, wie ihr vielleicht schon gelesen habt in der Überschrift, um meine Duschgelsammlung. Und das hat den Hintergrund, die liebe Hanna vom Kanal Hanna von Make-up hat mir letztens einmal unter mein letztes Video kommentiert, dass das doch mal eine schöne Idee wäre für ein Video. Und ja, jetzt sind wir hier und wir schauen uns meine Duschgelsammlung an. Es sind schon ein paar, eigentlich recht viele, wie ich finde persönlich. Also doch ein paar. Also ich glaube, ich brauche eigentlich die nächste Zeit kein Duschgel mehr kaufen, denn ich habe genügend. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Als erstes habe ich hier von Nivea das Seidenmousse Raspberry Rhubarb. Ich habe es noch nicht unter der Dusche mit dabei gehabt, aber es riecht halt schon in der Dose einfach richtig lecker. So richtig fruchtig, schön und ich mag die Nivea Duschschäume sehr, sehr gerne. Sie sind sehr gut, pflegen die Haut und ja, ich freue mich schon auf dieses Duschgel. Dann haben wir hier ganz neu aus meinem letzten Haul und zwar von Palmolive das Tahiti Tiare und das hat diesen schönen Verschluss hier und das riecht einfach richtig lecker, so warm, also richtig, richtig gut und auch auf dieses Duschgel freue ich mich schon mega, das mit unter die Dusche zu nehmen, aber ich möchte erst noch ein paar andere leeren, bevor das angebrochen wird. Ja, dann hatte ich mir mal mitgenommen von Suella aus der neuen Kollektion die Shower Shake und ich finde da die Verpackung von Suella immer sehr, sehr schön gemacht und eignet sich auch super zum Verschenken. Die sind auch ein bisschen hochpreisiger, aber ich finde halt einfach, dass die Produkte echt gut sind, gut riechen und ja, ich freue mich auch schon auf dieses Duschgel. Dieses ist allerdings noch original verschlossen, was ich halt auch sehr, sehr gut finde, weil da kann halt dann wirklich auch keiner irgendwie schon mal was rausnehmen oder dran riechen im Geschäft. Und man riecht es auch ganz leicht durch. Es ist ein sehr süßer Duft. Und ja, aber wie gesagt, ich freue mich schon mega drauf, das auch mal demnächst mit unter meine Dusche zu nehmen. Dann habe ich hier von The Scottish Fine Soups Company das Aulade. Und das hat hier oben drauf, wie man hier so schön sehen kann, so Kühe. Und also diese Serie mag ich einfach sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr intensiver Duft und so ein frischer Duft, also richtig, richtig lecker. Und das ist eine Reisegröße, die hatte ich auch letztens in meinem Urlaub mit dabei, weil die passt optimal. Und ich finde die halt richtig gut. Also den Duft mag ich sehr gerne. Und was bei denen auch der Fall ist, die pflegen sehr, sehr gut, sind aber auch etwas hochpreisiger im Preis. Dann hatte ich hier, glaube ich, mal eine Glossy Box oder Pink Box des Coconut Joy. Und eigentlich bin ich nicht so der Kokosnuss-Fan. Aber ich habe jetzt letztens nochmal dran gerochen und muss echt sagen, es riecht eigentlich echt lecker. Und deswegen habe ich mir überlegt, dieses hier trotzdem mal auszuprobieren. Ja. Dann waren wir mal bei einem Globus einkaufen. Also bei uns in der Gegend gibt es keinen Globus. Wir müssen da ein bisschen weiter für fahren. Und da habe ich hier dieses Duschgel entdeckt. Und zwar ist es mit Kirschblüte und Reismilch. Und ich finde halt auch das Design sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Und der Duft ist auch richtig lecker. Also das gefällt mir richtig gut. Hatte ich auch schon unter der Dusche mit dabei. Es hat jetzt nicht die Ultra-Pflegewirkung, aber auch jetzt nicht so, dass es extrem austrocknet. Und der Duft ist halt auch unter der Dusche echt lecker. Dann habe ich hier von Müller eins, von Aveo, der Eigenmarke von Müller, das Aprikose- und Himbeere-Pflegedusche. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Also ich habe generell noch kein Müller-Duschgel ausprobiert. Aber das riecht halt so richtig fruchtig lecker. Und ja, entweder werde ich das dieses Jahr noch anbrechen oder halt dann für nächstes Jahr Frühjahr, Sommer aufheben. Auch von Aveo, von der Müller Eigenmark, hier dieses Duschgel in der Einhorn Edition, das Unicorn Magic.
Und das riecht halt mega süß. Also es riecht einfach süß. Ich bin aber mal gespannt, wie das unter der Dusche ist. Und so süße Düfte mag ich jetzt so in der Herbst-Winterzeit sehr, sehr gerne. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es diesen Winter schon in die Dusche wandert. Ja, dann bleiben wir doch mal bei den Einhörnern. Und da habe ich hier von Isana von Rossmann das Duschgel mitgenommen. Das nennt sich Zauberei. Und das riecht ein bisschen fruchtiger, auch sehr süß. Aber doch fruchtiger, also das gefällt mir so vom Duft aus der Flasche her wesentlich besser. Und ja, auch auf das freue ich mich schon sehr. Dann gab es letztes Jahr bei Rossmann diese Märchen Edition. Und da habe ich auch noch zwei. Das hier hatte ich schon mal einmal komplett geleert, also das Forbidden Apple. Und es riecht unglaublich gut. Also das mag ich echt gerne und... Der Duft, das riecht so richtig lecker nach schönem Apfel. So ganz leicht, so nach Karamell, also nicht viel. Also der Karamellduft ist sehr dezent, also es riecht wirklich mehr nach Apfel. Aber es ist unglaublich lecker. Und auch jetzt wieder Herbst, Winterzeit ist es einfach so ein typischer Sabrina-Duft. Auch dieses Snow White, das hatte ich allerdings noch nicht unter der Dusche. Aber auch das riecht super lecker. Also so milchiger Duft ist es. Und ja, steht auch hier unten drauf Vanillemilch. Und ja, auf den freue ich mich jetzt schon. Und ich freue mich wirklich auf jedes meiner Duschgele. Deswegen habe ich sie auch alle gekauft. Weil es halt leider auch alles immer Limited Editions sind. Aber man kommt immer nicht so sehr dazu, dann alles aufzubrauchen. Deswegen sammelt sich auch leider ein bisschen immer was an. Aber ich möchte einfach mich da ein bisschen durchprobieren. Ja, dann kommen wir zu Alverde-Produkten von DM. Und das ist auch die Klostergartenpflegedusche. Die habe ich schon mal einmal komplett geleert. Ich glaube, die habe ich euch sogar im letzten Video im Aufgebrauch gezeigt. Und der Duft, oh, ich liebe ihn. Also es riecht nach Melisse und Wildthymian. Und es ist halt so ein frischer Duft, also so ein richtiger frischer Kick. Gerade für nach dem Sport mag ich das sehr, sehr gerne. Und ja, der wird auch demnächst wieder mit in meine Sporttasche wandern. Ja, dann noch ein Alverde-Duschgel und zwar dieses Bio-Wassermelone Bio-Litchi. Und auf Instagram habe ich jetzt auch gesehen, es gibt eine neue Edition und zwar mit Lavendel. Und ich liebe Lavendelduft und ich werde morgen in den DM gehen und mir dieses Duschgel auch noch holen. Und ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich mir zwei holen soll. Weil ich finde die Alverde-Duschgel echt super und der Duft ist halt auch immer richtig lecker. Auch hier, es ist mehr so ein Litchi-Duft, finde ich. Also es riecht mehr nach Litchi als nach Wassermelone. Aber das kann sich ja unter der Dusche auch nochmal ein bisschen ändern. Also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und genau, bis 12/19 ist es haltbar. Ich denke, das werde ich mir für den nächsten Frühjahr, Sommer aufheben. Ja, noch ein Alverde-Duschgel und zwar ist es hier dieses Apfelkaramell. Das war ja letztes Jahr in so einer Geschenkbox mit Bodylotion und Handcreme. Und also wenn man die beiden vergleicht, dann riecht das so ein bisschen mehr nach Karamell, also nach so einem warmen Duft. Und das hier mehr nach dem Apfel. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Duschgel hier sehr, sehr gut ist. Und da ich das schon seit letztem Jahr habe, wird es auf jeden Fall dieses Jahr mit in meine Dusche wandern. Ja, dann kommen wir schon zu den Balea-Duschgelen. Und da habe ich mir hier ganz neu aus der aktuellen LE, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die sogar noch. Und zwar das Duschgel zur Oktoberfestzeit mit Orangenblüten und Vanilleduft. Und ich bin ja normal nicht so der Orangenduft-Fan, aber ich finde, die Kombi ist einfach richtig lecker und ist auch so ein richtig frischer Duft. Und auch bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der sehr, sehr gut für nach dem Sport geeignet ist, dass es nur so einen kleinen frischen Kick hat. Und eigentlich ein guter Wegbegleiter für meine Sporttasche ist. Ja, dann haben wir hier einmal ein Melonenduschgel, auch von Balea. Und das hatte ich letztes Jahr in dieser Bloggerbox oder
Wie hießen denn die Boxen, die es bei DM gab, mit Paola Maria, Sophia Thiel und so weiter. Und da war einmal dieses hier drinne. Und das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber der Duft. Es riecht einfach nach leckerer, süßer Wassermelone. Und ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich es mir dieses Jahr schon hernehmen soll oder erst nächstes Jahr. Mindestens halber bis 1/2019. Das heißt, das kann ich nächstes Jahr auch noch verwenden. Ja, dann auch nochmal ein Duschgel, und zwar dieses Sweet Wonderland mit Rosen- und Vanilleduft. Und auch das hat mich sehr angesprochen. Also ich bin zurzeit sowieso so ein Rosenduftliebhaber. Das ist halt auch so ein leckerer Duft. Also er ist nicht so intensiv rosig, was ich halt recht gut finde. Und die Vanille ist auch schön drin. Und es ist auch so ein warmer Duft. Ich glaube, der wird auch diesen Winter mit in die Dusche wandern. Ja, auch in der aktuellen LE. Habt ihr auch in meinem letzten Haul gesehen, das Duschgel Born to be Lazy. Und ich finde dieses Faultier mega süß. Und ich war auch schon wieder bei DM und habe mir noch ein bisschen was, oder was heißt ein bisschen was, ich glaube, eine Sache habe ich mir noch mitgenommen. Die habe ich nämlich bis jetzt noch nicht entdeckt, habe ich jetzt auch. Ich bin, also Faultier und ich, ja, wir sind Freunde geworden. Und also ich weiß nicht, also ich finde halt auch das Faultier echt mega niedlich, ne? Also da tun wir mal nichts weg. Da hat Balea halt immer so ein richtig schönes Design auf Lager. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, auf Facebook wurde eine Veranstaltung geteilt, und zwar für den 20. September. Da kann man sich, oder da kann man dann das nächste Tier wählen, was auf so ein Duschgel draufkommt. Und dieses Duschgel, habe ich beim DM gesehen, gibt es auch noch. Also es ist nicht so gehypt wie das Einhorn-Duschgel. Also wenn ihr da mal noch eins haben wollt, schaut bei DM vorbei, da sind noch reichlich da. Also zumindest in meinen beiden... Was war das jetzt? Also zumindest in meinen beiden DMs. Ja, dann kommen wir zu zwei Duschgelen, auch die letzten in meiner Sammlung. Also ich habe jetzt nur die originalen verpackten Produkte hier abgedreht. Ich habe noch ein Duschgel in meiner Sporttasche von CD, das Mandelmilch. Und dann habe ich noch einen Duschschaum von Nivea, den ganz normalen Standard, den seht ihr im nächsten Aufgebracht-Video. Und einmal noch so ein Balea-Duschgel mit Mandarine. Aber seht ihr auch in meinem nächsten Aufgebracht, denn die Produkte sind beide fast leer. Genau. Ja, und dann kommen wir zu den beiden gehyptesten Produkten in der letzten Zeit. Einmal die Regenbogendusche und die Bye-Bye Unicorn Dusche. Und also ich rieche jetzt hier nicht viel, aber das, also irgendwie, also das hat auch so einen sehr süßlichen Duft, und ich glaube, dass zu dem kein Unterschied war. Nee, also die riechen eigentlich gleich. Ich denke mal, das wird das gleiche Produkt hier drin sein, nur mit einem anderen Design. Und ich finde halt auch beide mega niedlich. Und ja. Ja, ihr Lieben, das war meine Duschgelsammlung. Also ich finde, es ist schon eine Menge. Und ich muss jetzt auch echt mal ein bisschen aufbrauchen. Und ja, es sind doch schon ein paar, wie gesagt. Aber ich bereue keins eingekauft zu haben, und ich freue mich auf jede schon mit in meine Dusche nehmen zu können, weil ich mag einfach so leckere Düfte und auch ein bisschen Abwechslung. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe nie mehr als zwei Duschgele in der Dusche stehen, weil ich einfach nicht so viele anbrechen möchte, weil sonst passiert, dass eins dann irgendwo hinten im Eck im Badezimmerschrank landet, vergessen wird, und das möchte ich nicht. Deswegen immer zwei Stück in der Dusche, dann kann ich mich auch immer abwechseln zwischendurch, und wenn die leer sind, dann kommt das nächste mit rein. Ja, ihr Lieben, mich würde jetzt mal interessieren, habt ihr auch so viel Duschgel oder habt ihr mehr oder habt ihr immer bloß eins und kauft euch dann ein neues? Schreibt mir das nochmal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie es bei euch so mit Duschgel ausschaut, weil ich finde halt, Duschgel geht immer, und ich mag einfach frische, leckere Düfte, und ich liebe es, und ja, Verpackungsopfer ist auch mit dabei, auf jeden Fall, weil
Ne? Ich glaube, ich im Duft hätte ich es mir jetzt nicht gekauft, aber einfach wegen der Verpackung. Da muss ich das sagen, das hätte ich mir auch in einer anderen Verpackung gekauft, weil ich finde den Duft einfach richtig lecker. Ich glaube, daran habe ich gar nicht gerochen, gell? Ja, das ist halt so ein richtig leckerer, fruchtig-süßer Duft. Also mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, ihr Lieben, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich auch sehr freuen. Und vielleicht lese ich dann von euch unten in den Kommentaren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.